Mit einer Kranzniederlegung an der Gedenkstätte Grafeneck gedachte man gestern der Opfer der NS-Euthanasie. In der Landespflegeanstalt Grafeneck wurden systematisch Menschen mit geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen getötet. Anfang des Jahres 1940 begann die sogenannte Aktion T4. Im Dezember selben Jahres wurde die Anstalt wieder geschlossen. 10.654 Menschen wurden hier in einem Jahr ermordet.